Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Shellred, Folge 46 sind wir mittlerweile. Die Cam habe ich heute mal weggelassen. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Ich möchte das nochmal überdenken. Außerdem lenkt das so ein bisschen ab beim Gucken. Finde ich jetzt, wenn ich andere Let's Player so über die Schulter schaue, die ich jetzt zum Beispiel mag, wie dem Pausenklaus, den ich an der Stelle einfach mal, Pausenklaus nennt er sich, den ich an der Stelle einfach mal nennen will. Das ist ein super LP, was die Survival Games angeht, aus meiner Sicht. Und wenn ihr da mal Bock habt, guckt da einfach mal rein bei ihm. Aktuell spielt er The Long Dark. Und zwar auf Interlooper. Kann ich nur empfehlen, das selber mal zu versuchen und dann zu Klaus rüber zu gucken. Also wer Bock hat, Interlooper spielen, The Long Dark. Dort jämmerlich verrecken und dann zu Pausenklaus rübergehen und mal gucken, wie man es machen kann. Das ist sehr empfehlenswert. Ich wollte das auch schon starten. Also ich spiele The Long Dark auch sehr viel. Immer wieder zwischendurch. Und bin auch ein großer Fan davon. Und will mir das aber ehrlich gesagt nicht antun. Irgendwie. Weil man da sehr schnell wieder von einem ins andere kommt. Und dann letztendlich sehr, sehr, sehr viel Zeit damit verbringen muss. Was ja auch so eine Sache ist. Ja, Lebenszeit ist letztendlich begrenzt. Man muss von irgendetwas leben. Man kann nicht seine Zeit in Dinge rein investieren, die mehr Zeit kosten, als es Nutzen im Endeffekt hat, wenn man sich das nicht leisten kann. Es sei denn, man hat viel, viel Geld auf der Seite und kann sagen, oh, was mache ich denn heute, was mache ich denn morgen? Kein Problem, alle paar Monate eine neue Grafikkarte von mir aus oder irgendwelches Equipment, juckt mich nicht. Dann kann man das machen und wenn man YouTube, wenn man das so ein bisschen beobachtet, die Entwicklung, gerade LPs oder überhaupt, wie viele Selbstdarsteller dort existieren, heute, dann sind das so sehr, also ein sehr hoher Anteil Leute, die aus gut betuchten Haushalten kommen und die sich dort im Grunde genommen schon rausselektiert haben, ne? Beziehungsweise alle anderen wegselektiert oder sagen wir so, die Mehrheit der Leute huldigt das auch noch, ja, und somit gehen viele, aus meiner Sicht auch viele fähige LPer, haben gar keine Chance mehr, ja, weil sie die Mittel gar nicht haben. So, wir haben noch ein paar tolle Sachen gefunden und zwar, den Schlagring lasse ich jetzt einfach mal hier. Wir können überhaupt nichts mehr einpacken, wir sind ja in der Polizeidienststelle, ne? Ja, Patrone kann ich stacken, das ist toll, bringt uns aber nicht weiter. Das ist eigentlich ein Thema, diese ganze YouTube-Geschichte, über die redet niemand, weil diejenigen, die davon profitieren, massiv profitieren, die reden nicht darüber und jene, die gar nichts haben und irgendwie wursteln, die geben irgendwann auf und reden auch nicht darüber, dass sie gescheitert sind, weil man ihnen erfolgreich eingeredet hat, dass sie sich nicht intensiv genug angestrengt hätten. Aber daran liegt es nicht. Das ist neoliberales Gequatsche. So. Ich sage das ganz bewusst, neoliberales Gequatsche, weil es schon immer so funktioniert hat. Sagen wir es so. So einfach ist das nicht. Mist, wir können das alles nicht einpacken. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wir haben zum Beispiel hier noch einen Vorratsautomaten. Das ist der Essensautomat, ne? Ja. Ich frage mich, aus was der Essen erzeugt. Aus den toten Ratten, die hinter ihm sterben, also hinter dem Automaten. Recycelt er die oder recycelt er den Staub und macht Kakao draus? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgend sowas muss es ja sein. Also wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich jetzt in der Früh mich scheinbar aufgeregt habe. Ich habe mich nicht aufgeregt, überhaupt nicht. Also über diese Geschichte, die ich gerade angesprochen habe, ne? Also mit den immer Gleichen, die die Sahne abschöpfen und alle anderen, die dem zugucken müssen und das auch noch oder dazu beitragen, dass es so ist, weil so eine gewisse Selbstreflexion einfach fehlt. Oder weil man dazu erzogen wurde, ich sag's mal so, der Mensch wurde dazu erzogen in so einem System, dass er den möglichst nacheifert und das bewundert. Ja? Also das wird belohnt sozusagen. Und irgendwelche Leute, die andere Wege gehen oder die so ein bisschen authentisch sind, die eben nicht
der Mehrheit die Hucke voll lügen, um sich an ihr zu bereichern. Das wird so ein bisschen geächtet und das wurde anerzogen. Das hat nichts damit zu tun, dass der Mensch so ist. Das kann man anerziehen und das schafft der Neoliberalismus immer wieder den Leuten das in einzubläuen und ihnen einzureden. Ne? So, ich möchte es jetzt an der Stelle auch gar nicht ausdehnen. Ich freue mich nämlich so ein bisschen auf dieses LP heute. Das werden wir jetzt hübsch durchziehen und anschließend werde ich einen kleinen Lauf machen. Und nachmittags wollte ich dann noch so ein bisschen Rad fahren. Ein bisschen ist gut. Mal sehen. So zwischen 70 und 90 Kilometer will ich eigentlich fahren. Aber ich habe die letzte Woche nicht viel gemacht. Eigentlich so gut wie gar nichts. Und das ist gar nicht gut. Ja. So. Wir können überhaupt nichts aufnehmen. Aber sind wir doch mal ehrlich. Eigentlich brauchen wir ja gar nichts. Wir könnten noch so ein bisschen, was wirklich schwachsinnig ist, ne? Das können wir rausschmeißen, hier zum Beispiel diese Medikamente mitnehmen, ne? Also den Verbandskasten. Dann könnten wir hier diesen einen Schalter auch rausschmeißen und könnten das Kordit mitnehmen. Das ist viel wichtiger, können wir mehr mit anfangen. Die Patrone sollte eigentlich auch mit, weil die einen relativ hohen Wert hat. Nur da müssten wir, hier haben wir zum Beispiel 57, dann nehmen wir lieber die Patrone mit. Und... Ja, jetzt wird's eng. Ich weiß gar nicht, ist die Polizeistation das letzte Gebäude, was wir abklappern? Oder kommt da noch was? Ich habe nicht geschaut. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Nee, also ich weiß nicht. Hier gibt es komischerweise nur noch diese beiden Gewehre, die vom Wert natürlich nicht übel sind. Ne? Wenn man jetzt hier irgendwas einkauft in Massen, man nimmt das ganze Inventar, was irgendein Händler mitbringt und haut die Knarre auf den Tisch. Moment, wir gehen ja noch an dem reisenden Händler vorbei. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich diesen reisenden Händler noch angeklickt. Das hört sich eigentlich gut an. Na passt mal auf, Leute, da habe ich einen Plan. Das kann ich nicht mitnehmen. Ja. Die Streichhölzer, nein. Schade, schade. Tja. Hier sollte man auch nicht habgierig sein. Ich versuche einfach nur praktisch zu denken. Dass ich sage, ich nehme das mit, was wirklich irgendwie Sinn macht. Ne? Und was ich nicht brauchen kann, das brauche ich gar nicht. Also ich bin eigentlich nicht habgierig. Hier, zum Beispiel dieses eine Ventil. Das guckt da die ganze Zeit schon rum. Der eine oder andere wird das gesehen haben. So, dann nehme ich noch so ein Gewehr mit, weil, wie gesagt, wir können es verkaufen. Und hier diesen Quatsch, da haben wir 143, dann nehmen wir noch ein Gewehr mit. Handelswert, ne? So, und jetzt klicken wir das einfach hier weg, weil es bringt ja nichts. Und dann gucken wir mal nach, wo die Kasperköpfe jetzt sind. In der Polizeidienststelle, jetzt kommt noch hier dieses große Haus und dann kommt der reisende Händler, wo man vielleicht noch was austauschen könnte. Vielleicht hat der ja Munition oder irgend sowas. Was wir aber tun können, wenn wir hier schon mal in der Übersichtskarte sind, wir könnten eine neue Expedition planen. Okay, da waren wir ja erst. Hier ist ein Fragezeichen bei Unbekannt. Das sind das die Skalpjäger, ja. Das ist sehr gefährlich. Und den Hund habe ich ja hier nicht dabei, ne? Also der Hund ist jetzt hier dabei, glaube ich. Bei diesem Trupp. Wenn ich jetzt hier rübergehe, in so ein Krisengebiet sozusagen... Mit diesem lila Kreis, lila Pink, irgendwas dazwischen. Magenta ist das, ne? Ja. Dann sollte der Hund schon dabei sein und wir sollten Schutzwesten anhaben und wir sollten Handgranaten oder Rohrbomben bei haben, weil das ist eine gefährliche Sache. Zu diesem Schrottplatz müssten wir eigentlich auch nochmal und das sind die Matriarchen. Auf die wir hier sehr wahrscheinlich treffen werden und ohne Schutzwesten sind wir da echt am Arsch. Muss ich mal so sagen. Also, das heißt, wir können keine Ausrüstung mitnehmen, die uns so ein bisschen mehr Loot verspricht. Ne? Also wie jetzt diese Dietriche und der Metalldetektor. Das nützt uns dann komischerweise nichts. Entweder oder heißt es. Gasmaske brauchen wir. Die wegzulassen ist immer mit einem Risiko verbunden. Man kann vorbeugend Strahlmittel einnehmen, darf aber dann nicht so weit gehen. Guck mal, hier haben wir noch eine Tankstelle. Ich denke... dass man an den Tankstellen auch eine Chance hat,
auf die Zündkerze zu treffen. Hier haben wir auch noch eine Tankstelle. Gebirgspass 39, das könnte man eigentlich auch nochmal machen. Wisst ihr was? Das werden wir machen. Ich klicke jetzt mal heraus. Wer versuchen? Ah, Rainer, du bist mir jetzt momentan sowas von egal, Kamerad. Ich wäre aber mal hier. Ne, die Lotti auch nicht, ist mir auch egal. Wir müssen mal schauen. Hier duschen, zack. Du warst gerade, bist eigentlich fit. Sie ist auch relativ fit. Ja, da würde ich sagen, die Betty könnte hier mal trinken. Und, naja, egal, nix und. Und der Edward könnte einfach mal Fleisch essen, weil den nehme ich vielleicht mit. Und die, ne, die Betty nehmen wir hier nicht, die Betty lassen wir mal noch trainieren und reparieren. So, jetzt sind wir an dem großen Haus. Ich habe doch gesagt, Funkspruch annehmen. So, das Kind könnte hier mal was trinken und müsste auch Fleisch essen. So, schlafen. Die sind fit, die sind fit. Okay, ich gehe erstmal hier gucken. Okay, wir sind am Händler. Das müsste der Händler sein. Also das mit dieser YouTube-Geschichte, das sollte man vielleicht nochmal so ein bisschen zum Thema machen. Vielleicht mache ich da mal was. So. Der Bursche hat das ein oder andere noch im Angebot, aber eigentlich nichts, wo ich sage, oh, das wäre ein Ding. Ich versuche mal das, was interessanter scheint, einzupacken. Wir könnten hier, wenn wir da viermal nehmen, hier 164, ne? Das ist schon mal ein Ding. Das können wir nämlich hier aufstecken und hauen eine Knarre drauf. Und das Holz nehme ich mal an, das können wir auch stecken und vielleicht noch ein Essen. Tatsache, das können wir stecken. Hier, wunderschön. Und Moment, ich muss erst gucken, weil ich kann es zwar hier ins in dieses Handelsinventar ziehen, aber dann nicht in mein Inventar füllen, wenn ich keine Slots mehr frei habe. Oder wenn ich nichts mehr stacken kann. Also müssen wir genau aufpassen. Und so viel wie möglich abgreifen. Wo ist denn das Klebeband? Ich dachte, ich hätte hier... Doch, da ist es. Dann nehmen wir noch ein Klebeband mit. Schade, ich hätte eigentlich darauf gehofft, dass der Bursche... Ach so, ich bin ja schon ganz unten. Ja, ich hau da einfach eine Knarre drauf und dann hat sich der Lack. Wir könnten noch so ein Hemd nehmen, weil das... Nee, geht ja nicht. Wir haben hier nur begrenzt. Hier 200, das ist doch super. Dann lege ich hier so eine Knarre drauf und kann den ganzen Kram hier auf... Vielleicht ist das keine gute Idee, den überhaupt eine Knarre zu verkaufen, ne? So. Da haben wir schön vorausgeplant, wie ich finde. Guck mal, wie die hier stehen. Hier auf dem roten Platz. So, sehr schön. Das ist die Christine, die wird nochmal die Toilette benutzen. Und er müsste das eigentlich auch machen. Wo ist denn jetzt das kleine Kind? Hier. Aus dem Weg. Das ist reiner Wein, du müsstest mal dringend schlafen. Oh. Oh. Ja, Schuhe. Ja, komm. Ist egal, wir haben eine Rohrbombe dabei. Zur Not schmeiße ich die Rohrbombe. So. Das können wir mit Joshua bestätigen, weil er einfach noch ein bisschen redegewandter ist, der Bursche. Wir versuchen wieder zu handeln. Da geht sie sogar so ein bisschen darauf ein. Wir tauschen einmal durch und sind fertig. Ja, sehr schön, toll. So, ich muss immer die Uhr so ein bisschen im Auge behalten. Jetzt können wir ans Haus oder ins Haus und hier noch ein bisschen was aufstecken. Kaffeebohnen kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Farbe können wir stecken. Scharniere nicht. Klebeband können wir stecken. Die Hemden können wir auch stecken, die Bücher können wir stecken. Das ist eigentlich eine ganze Menge, auch das Benzin. So, jetzt ist er... Echt, das kann ich alles noch stecken. Das hätte ich wissen müssen. Dann hätte ich nämlich das eine Seil beim Händler noch mitgenommen. Naja.
26 Kaffeebohnen. Naja, das. Ich lasse die Kaffeebohnen jetzt mal Kaffeebohnen sein. Tschüss. 90, alles hat 90%. Hier haben wir 77. Wo ist der radioaktive Tampon eigentlich? Und das Kind müsste hier mal schlafen und anschließend wird es hier die Frequenzen abhören. Schon wieder, oh Mensch. Wenn die uns dort abgefangen haben. Ich wirke trotzdem mit, ist mir egal. Ich will einfach wissen, was passiert. Ist ja eh bloß eine. So, sei gegrüßt, Reisender. Zuerst freundlich. Ach, die will es wissen. Stark ist sie nicht, aber die große Schnauze. So, angreifen, überwältigen. So, da haben wir das Problem mit der Angst. Angreifen, überwältigen. So, sie hat widerstanden. Das heißt, wir kriegen jetzt entwaffnet. Der Hund macht sie platt und ja, niemand bekommt was. Sehr schlecht, wie ich finde. Das Einzige, was wir abgegriffen haben, war ein Rohr, oder? Toll. Keine Punkte, weil der Hund ein Depp ist. Und eine Leiche im Keller. Reparieren, duschen, umgedreht wäre es besser, aber das ist mir dann auch Wurst. Lotti, du müsstest auch mal dringend ein Nickerchen machen. Hä? Moment, ich muss mal schauen, Leute. Doch, stimmt schon. Restaurant. Ja, klar. Die nehmen alles mit, was noch auf dem Weg so ein bisschen liegt, ne? Wir werden trotzdem mal schauen, dass wir hier noch eine Expedition planen. So eine kleine. Oder wir warten, bis der Hund zurück ist. Aber ich habe mir gedacht, wir machen eher so eine kleine mit Edward. Weil seine Wahrnehmung einigermaßen so ist, wo ich sage, okay, super. Er ist schon wahnsinnig stark. Ich glaube, den nehmen wir noch mal. Damit seine Wahrnehmung auch noch so ein bisschen trainiert wird, ne? Weil stark genug ist er ja, der Bursche. Und dann würde ich sagen, das ist Mine. Das ist ein bisschen blöd, dass hier die Matriarchen rumgucken. Mal sehen. Wir könnten hier schon so eine kleine Rundreise machen. Ich meine, was soll passieren, ne? Wir könnten mal auf die Fresse bekommen, so richtig. Das ist eine Fabrik. Ich bin jetzt so still, weil ich ein bisschen überlege, wie wir da am dümmsten laufen. Das reicht mir schon. Da Edward nicht so stark ist, bekommt er von mir ein Hackebeilchen. Das müsste der gerade so tragen können, ne? Er ist am Limit damit. Er ist damit am Limit. Aber ist egal. Er bekommt von mir auf alle Fälle eine Gasmaske und Schutzwesten. Weil jetzt, diese Geschichte ist wie gesagt eine gefährliche Sache. Da müssen wir mit Schutzwesten arbeiten, da kommen wir nicht ringsrum. Und der Harold bekommt ebenfalls eine Schutzweste, weil ich eben auf Nummer sicher gehen möchte. Und eine Gasmaske. Mal sehen, was wir ohne diesen. Ja, die Dietriche werden schon interessant. Das wäre schon interessant, ne? Ich möchte aber niemanden verlieren, das ist nämlich auch das. Ne, wir versuchen es mal so. Werden in Häusern, Büros und Bauernhöfen mehr Objekte gefunden? Nö, wisst ihr was, wir machen das einfach mal ohne. Diese kurze Trip, da können wir das ruhig mal so machen. Ich will einfach mal wissen, was passiert. So,
Und da er so ein bisschen stärker ist, das reicht noch nicht, ne? Nee, das reicht nicht ganz. Messer, Bewährungsstab 11, ich glaube, das kann der tragen. Der Bewährungsstab 14, könnte der das tragen? Ich weiß gar nicht. Dann so. Ich könnte auch ein Gewehr nehmen, so ist das nicht. Dann nehmen wir hier das zweimal mit. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und natürlich so eine Rohrbombe, die sollte dabei sein. Wir könnten auch hier noch so eine Blendgranate mitnehmen. So, und ich nehme so ein bisschen Wasser mit. Dann haben wir so ein bisschen was zum Handeln. Dann nehme ich 5 mit. Dann haben wir einen minimalen Wert von 10. Das entspricht dann hier einer so einer Dosenration, ne? So, raus mit euch. Dann haben wir hier schon ein bisschen Luft und müssen uns. Lotti, geh mal aus dem Weg hierher. Und müssen uns nicht um die Leute kümmern. So, der radioaktive Tampon müsste dringend duschen mit Anzug. Hier ist auch eine Dusche gewesen, ne? Nee, luxuriöse Toilette. Ja, ist unter der Dusche. Das ist schon mal ein Ding. Die Betty könnte hier nochmal trainieren und schlafen. Wenn sie schon mal da steht und der Rainer hat gerade getrunken, der wird auch nochmal trainieren und wird das dann reparieren. Halt, hier geht die Funke. Restaurant in Sicht. Na, endlich. So, da gibt es noch viermal Food, zweimal Honig. Das ist schon interessant. Ich werde wohl das ein oder andere zurücklassen müssen. Das Metall diesmal. Ich weiß, das Metall ist vielleicht das ungünstigste von allen. Mach's trotzdem. Und mit dem Honig, der war für hausgemachte Antibiotika. Andererseits würde ich sagen, oder wir schmeißen einfach die Holzkohle raus. Die Holzkohle, wo ist denn die jetzt? So, 35 und nehme dafür das damit. Kann ich das noch? Nee, kann ich nicht. Er hätte ja sein können. Das auch nicht, ne? Transistoren? Ja. Gut. Ja. Schade, wie lange habe ich ihn jetzt aufgenommen? Gar nicht aufgepasst. Ich habe zwar vorher auf die Uhr geguckt, aber dann dummerweise noch was anderes gemacht und das Game später gestartet. Die Lotti wird auch nochmal hier so und du wirst hier nochmal die Frequenzen abhören und anschließend Funkspruch abgeben für Händler, dass wir mal so ein bisschen in die Puschen kommen. Reparieren. Reparieren. Und der radioaktive Tampon wird das nochmal reparieren und das. Das ist sehr wichtig, dass diese beiden Sachen immer so ein bisschen funktionieren. Du könntest hier mal trainieren und schlafen. Macht sie nicht? Doch. Wir müssen auch mal hier dringend wieder sauber machen, ne? Bitte schön, Schutzraum reinigen. Und du könntest das mal reparieren und das. Keine Vorkommnisse bei den Funkfrequenzen. Da wird wohl nicht mehr viel passieren. Das reparieren und das. Wenn wir schon daneben stehen und der Rainer, der könnte hier nochmal so ein bisschen hinkloppen. Oh, wir haben ja auch hier den Recycler, ne? Na dann reparier doch mal, Amy. Sei mal bitte so nett. Habe ich ganz vergessen. Tut mir leid. Ausbeute einsammeln. Gibt es eine Menge Metall und wir können auch gleich wieder so ein paar Sachen dadurch durch die Mangel drehen, was sehr sinnvoll ist. Zum Beispiel ein paar von diesen Scharnieren. Da machen wir jetzt mal 10, weil wir haben so viele. Die müssen wir jetzt so nach und nach ein bisschen wegmachen, die Dinger. Eimer haben wir auch so irre viele, ne? Da schmeißen wir auch noch mal 2, 3. Machen wir es so, dann haben wir 18 und ein Slot frei. Ist auch wichtig.
Hier haben wir schon so viel von dem Kram. Das sollte man nicht mehr mitnehmen. Auf keinen Fall sollte man so einen Kram noch mitnehmen. Und Holzlatten wären auch mal sinnvoll. Ich mach mal das weg hier. So. Mal sehen. Vielleicht finden wir da. Hier hätten wir noch Metallchunks. Und dann wären wir eigentlich schon ausgelastet. Das wird jetzt wahrscheinlich sehr lange dauern. Nö. Das dauert gar nicht so lange. Das hängt anscheinend wirklich auch damit zusammen, wie viele verschiedene Gegenstände man da drin hat, ne? Reparieren, reparieren. Wichtig ist auch diese Quatsch, diese Überwachungskamera, dass die immer schön funktioniert. So, du könntest hier mal aufs Klo gehen und anschließend noch mal. Die ist schneller geworden. Unsere Betty ist schneller geworden. Ich glaube, die hat das Attribut faul in fleißig umgewandelt, ne? Wo kann ich denn das einsehen? Wo können wir das einsehen? Ich muss mal schnell was gucken. Hier. Geschickt. Betty war doch die Faule. Sie hat jetzt diese Faulheit in Geschicktnis umgewandelt. Das war doch die Betty, ne? Na klar. Die ist geschickt geworden. Abgeschickt 15, das sollten wir uns merken, dass das Geschick 15 oder überhaupt, wenn ein bestimmtes Attribut den Wert 15 übersteigt, ist das vielleicht der Trigger für das Umwandeln einer negativen Eigenschaft. Das sollten wir uns wirklich mal merken. Die ist schneller geworden, also das ist mir gleich aufgefallen. So, braucht ihr zufällig irgendetwas? Was wir bräuchten, wäre eine Strahlenkanone oder sowas. Oder die Codes für die Bunker, die wir leider nicht bekommen können. Ich nehme mal die beiden Birnen und ich nehme noch ein bisschen Draht. Und vielleicht noch so ein paar Linsen. Und das Ganze bezahle ich mit Wasser. Weil wir genug davon haben. Und der radioaktive Tampon ist. Ja, wo ist der eigentlich? Da. Der könnte. Nämlich die Falle leeren. So, die Betty trainiert jetzt noch eine Runde. Da kommt das nächste Häschen. Ja, wir werden jetzt die Falle leeren und dann wird das Häschen in die Falle schlüpfen. Das wird passieren so. Hier ist Edward. Wir sind unterwegs jemandem begegnet und es sieht so aus, als hätten die bla. Wer ist das? Edward. Jetzt schon. Wir sind ja gerade erstmal am Anfang, ne? Also diese beiden Burschen sind jetzt auf dem Weg zu den bösen Buben und ich schätze mal, das sind böse Buben. Ich will es aber wissen. Nö, also die gehört nicht zu so einer Bande, aber ist auch so militant. Das heißt, die könnte dazu gehören, wenn wir ihr nicht mit unserem Brecheisen den Scheitel nachziehen. So, bestätigen tue ich das mit. Tja. Mit Edward. Sieh dich doch mal an, du bist eine Katastrophe. Ich kann dein Leben nicht wieder ins Lot bringen, doch meine Waren können ein gutes Stück, ja, bla 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 bla. Und da ist genau das eingetreten, was ich wollte. Die ist aber zu teuer. Shit. Tja, dann müssen wir das irgendwie anders machen. Dass wir halt irgendwas kaufen, ne? Was wir auch gebrauchen können. Ich würde sagen, dann nehmen wir eine Leiterplatte. Die können wir ja super bezahlen. Ne? Und haben das Charisma gewonnen. Also es lohnt sich immer, wenn ihr dann genug Wasser habt, Wasser mitzunehmen. Weil diese Einheiten könnt ihr schön. Könnt ihr nicht nur schön rechnen, sondern ihr müsst nicht viele verschiedene wichtige Sachen mitnehmen. So. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, es reicht da mit der Schweißerei. Hier ist eine Lichtung. Echt? Ich glaube nicht, dass wir auf der Lichtung irgendwas finden, weil wir gar nicht die Ausrüstung dabei haben. Ach, weißt du was? Lies doch mal ein Buch. So. Das ist Steven. Steven könnte. Was könnte denn Steven mal machen? Das reparieren und trainieren. Was Besseres fällt mir nicht ein.
Munitionspresse. Da könnte man auch nochmal Munition fertigen. Und zwar hier nochmal Patronen. Die will ich nämlich nach und nach aufstocken. Und doch, ein paar Blümchen. Aber wir können überhaupt nichts mitnehmen. Will ich ehrlich gesagt auch nicht. Kimberley, es reicht. Stärke 12, Stärke 10. Dann wirst du nochmal hier trainieren. So, die Betty, guckt mal an, wie die jetzt flitzt. So, und hier haben wir wieder so eine Langweile. Hier die Carol, die da oben rumguckt. Und der radioaktive Dampfbomb wird das reparieren und da hinten die Solarzelle reparieren. Diese eine Solarzelle, die ich da noch hingestellt habe. Charisma 6, du musst dringend ein Buch lesen. Reparier mal den Kasten. Und füll hier mal Sprit nach. Also, was wollte ich jetzt sagen? Ach, Herrgott. Ich habe doch gerade einen wichtigen Satz begonnen. Ich wollte aber, dass sie ein Buch liest. Ja, genau, irgendwas mit dem Charisma. Wer, was, wie, wo, hier, da. Ich war irgendwie leicht verwirrt. Es hat geklingelt und gleichzeitig die Funke und hast du nicht gesehen. Ja, ja, ist ja gut. Oh, Carol hat es bis zur Tür geschafft. 4 Jahre später. Wer es so langsam ist, der kann nur gute Sachen dabei haben. Das war es auch schon, was ich von dir wollte. Ja. 90. 90, das schreit. Wir gucken mal, was wir an Büchern haben. Ich nehme an, der hat wieder alles auf 10 resettet. Wir werden aber hier gleich mal mit 2 Schallplatten bezahlen, weil wir ja den Kram wieder bekommen. Und Bären und so ein Kram habe ich auch gesehen. Wäre sinnvoll. Wir werden aber Benzin nehmen, dass uns das nicht allzu sehr über den Kopf wächst, ne? So. Da haben wir nämlich schon wieder 6 Patronen bekommen. Und mein Plan sieht ja vor, verbleibende Aktivierung 43. Also normalerweise muss das doch Dekrement sein und nicht Inkrement. Ja, da ist irgendwas faul. Da muss. Hier, ich habe einen kleinen lustigen. Ist ja nicht wirklich ein Bug, das ist einfach nur ein logischer Fehler. Okay, ja, schau mal nach, was da zu holen gibt. Dann nehmen wir alles mit. Ja, ist okay. Wer hätte das gedacht, dass wir auf dem Schrottplatz Metall finden? Wer war denn da? Wer hat sich da versteckt? Oh, die war... Du könntest das reparieren und schlafen. Und der William hat jetzt ein Buch gelesen. Der könnte trainieren und dann anschließend hier oben schlafen. Und du könntest hier nochmal trainieren und nochmal schlafen. Machst du was Gescheites? Ja, duschen und aufs Klo gehen. Das ist das, was Kimberley kann. Ja, sprich mal an. Oh, das sind die auf dem Rückweg, ne? Wir haben volle Taschen und sind auf dem Rückweg. Das ist ein bisschen gefährlich. Machen wir es so. Ich könnte mal drohen, aber ich will eigentlich handeln. Dann eben nicht mit einer goldenen Gürtelschnalle. So. Kleiner Speicher. Da gibt es 2 Rohre, die können wir stacken. Das ist gut. Die Rohre ist so ein Ding, was man immer braucht. 2,7, 3,5. Das heißt, hier können wir nochmal aufstacken. Und verbrauchen tun wir jetzt 0,7, weil es nachts ist. Habe ich ja ganz vergessen. Nachts brauchen wir ein bisschen mehr, weil die Solarzellen dann nichts bringen. Und die Solarzelle habe ich deswegen hingestellt, weil ich hier noch so eine zweite Gewehrfalle bauen will. Das heißt, die Lotti wird jetzt hier mal noch ein Objekt fertigen und zwar diesen... noch so ein Bewegungsmelder. Brenda. Ich nehme dein ganzes Gummi, was du da hast, und ich nehme auch mal... Wie viele Federn, weiß ich jetzt nicht. Ich nehme mal die ganzen Federn. Was haben wir denn transistormäßig eigentlich? Da habe ich schon lange... Ach, okay. So, mit dem Essen, zack, eins und Ding rein, den Rest mit Wasser aufgefüllt, es regnet eh. Ja,
Das ist zwar schwarzer Regen, was uns jetzt nicht mehr juckt. Ist die Kaffeemaschine in Ordnung? Ja. Wasserautomaten 405 von 430. Da kommt man eigentlich sehr lange hin. Hier unten haben wir auch noch jede Menge zu tun. Zwei Verstecke haben wir. Der Essensautomat kommt, wenn er denn geliefert wird, irgendwo dann hier hin. Hier würde ich sagen, machen wir noch so eine Fressgeschichte irgendwo her. Da kommt der Hund. Hier habe ich schon gedacht, das ist ein Feuerlöscher. Das ist im Prinzip auch der Feuerlöscher. Bloß umgedreht und kleiner gemacht. Und andere Farbe. So, ich denke, dass du da mal gucken sollst. Die Radios lasse ich da. So machen wir das. Hier hinten macht sich irgendwer eine Büchse auf. Ja, ich würde sagen, hier stellen wir den Essensautomat hin. Und machen noch so ein... Wir müssen mal jemanden putzen. Dringend. Das müsste auch repariert werden. Und dann bewegst du deinen Popo. Sehr schön, es wird abgerechnet. Boah, Angela hat wahnsinnig viel Wahrnehmung bekommen. Den Reifen müssen wir auch loswerden. Den brauchen wir nicht mehr. Was ist denn das hier? Echte Aloe? Hä? Wir können sogar alles einpacken. Haben wir sowas überhaupt gepflückt? 298. Betty, wo bist denn du? Meine Hübsche. Betty. Du müsstest nämlich mal hier ein kleines Nickerchen machen. Vielleicht stellen wir auch hier unten noch ein Bett hin. Und das Bett müssten wir auch mal austauschen. Das ist nämlich ein reguläres Stockbett. Ja, das machen wir. Ich werde jetzt die Janet hier nochmal trainieren lassen. Anschließend repariert sie die Dusche. Und, Mensch Leute, wo sind jetzt die beiden zurückgekommenen? Ist da wer? Ach Mist. Nee, die sind im Bett. Na, stopp. Ach, die sind alle beide hier jetzt, ne? Ich weiß gar nicht. Nee, Joshua liegt hier. Der wird duschen. Und die Betty macht nichts. Aber die Angela wird duschen. Ich weiß, ich habe es jetzt beim Schlafen gestört, aber ich will das nicht vergessen. So, ich nehme alle Rohre und das war's auch schon. Wir könnten noch ein bisschen Futter nehmen, ne? Dann können wir das wieder so ein bisschen auffüllen und bezahlen das ganz einfach mit Essen. Herrgott nochmal. Wir bezahlen das mit Wasser. Regnet es noch? Ich kann es nicht genau sehen. Vielleicht lege ich auch hier so ein bisschen Sprit noch drauf und den Rest Wasser. Wir könnten auch noch ein, zwei so Sunny-Kästen mitnehmen, oder? Man kann die auch herstellen. Ich kann das ja mal zeigen. Objekt fertigen. Ihr macht euch hier, wenn ihr ausreichend Wolle habt und Nylon, so Binden. Und aus den Binden könnt ihr dann... Nee, das kann man gar nicht mehr. Ich dachte, das ging. Nee, hier ist er doch. Und hier so ein Verbandskasten könnt ihr aus Binden, Klebeband, Nylon und Nägel machen zum Schluss. Für was die Nägel gut sind, ist jetzt auch wieder so ein Ding, weiß nicht, aber man kann sie herstellen. Ne? Das nochmal am Rande. So, radioaktive Tampon. Ich würde jetzt gerne, wenn hier noch die zweite Gewehrfalle sitzt... Naja, trinken kannst du auch hier. Ach so, mit dem Bett. Stimmt. Ich meine, der radioaktive Tampon... Nee, die Lotti nimmt das auseinander. Nein, verdammt. Die Lotti nimmt jetzt hier das Bett auseinander. Wir werden das jetzt ersetzen gegen so ein Luxusbett. Das bringt einfach mehr. So, da haben wir einen Haufen Zeug wieder bekommen, weil die Lotti nicht blöde ist. Und dann müssen wir hier in das Special gehen und luxuriöses Stockbett. Dann bauen wir das. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was es kostet, weil ich weiß, dass wir das alles haben. Und wenn sie jetzt hier schläft, dann ist das der volle Luxus. So, Wasser trinken. Hier trainieren. Jetzt sehe ich den radioaktiven Tampon nicht. Mittelgroßes Haus. Aber wir müssen eine Pause machen. Ich bin schon weit über der Zeit.
Das wird wieder so eine lange Folge. Na gut, dann kompensiert die so ein bisschen, dass ich die letzten beiden Tage nichts gemacht habe und nichts hochgeladen habe, ne? Aber wir müssen jetzt echt eine Pause machen. Da kommst du irgendwie nicht raus, ja? Objekt untersuchen. Das muss alles mit. Und ich werde mich jetzt ausklinken. Wir bauen in der nächsten Folge diese zweite Gewehrfalle. Am Tag brauchen wir, jetzt ist wieder nachts, bisschen blöde. Füll mal hier noch einmal rein, dass wir es nicht vergessen. Wir müssen das Ding. Das bringt auf alle Fälle was. Das werde ich jetzt noch machen, dass wir weniger Sprit verbrauchen. Denn wenn wir die zweite Gewehrfalle bauen und es nachts ist, dann brauchen wir ja mehr Strom, ne? Wir können das aber damit kompensieren, dass wir weniger Benzin verbrennen. Machen wir das so. Und das war's auch schon. Okay, wir sehen uns in Folge 47. Gehabt euch wohl. Tschüss.